Heute vergleiche ich das Poco C3 mit dem Realme C11. Ein aufregender Vergleich. Ich beschränke mich auf die Daten der Produkte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Geräten. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das Realme C11 deutlich mit 47 zu 41 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 0,5 mm kürzer und 1,2 mm schmaler. Das Poco C3 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1 Gramm leichter und 0,1 mm dünner. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm ist das Realme C11 mit 43 zu 39 Punkten knapp vorne. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: 1,1% größere Bildschirmgröße. Das Poco C3 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 2,6% höhere Auflösung. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Poco C3 mit 78 zu 75 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 2 GB mehr Arbeitsspeicher und 32 GB mehr interner Speicher. Kameras. Im Bereich Kameras gewinnt das Poco C3 eindeutig mit 69 zu 54 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung. Es hat einen manuellen Fokus, 8,3% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera, hat einen vorderseitigen LED-Blitz und es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Das Realme C11 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: Hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI und schnellerer Fotoautofokus durch Phasendetektion bei Fotos. Audio. Beim Punkt Audio ist das Poco C3 mit 75 zu 58 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: Hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Das Realme C11 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: Ein Mikrofon mehr. Akku. Im Bereich Akku gewinnt das Realme C11 eindeutig mit 65 zu 50 Punkten. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: Unterstützt schnelles Laden. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Realme C11 deutlich mit 74 zu 68 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: Hat einen Kompass und hat Bluetooth aptX. Ergebnis. Mit 49 Punkten schlägt das Poco C3 in der Gesamtwertung haarscharf das Realme C11 mit 48 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Falls euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Handy ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.